Hallo, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal bei einem neuen Video. Heute will ich mit dir darüber sprechen, wie du anhand deiner Reaktionen erkennen kannst, was du gerade manifestierst, respektive in welcher Realität du dich befindest. Weil wir manifestieren ja nicht einzelne Sachen, sondern wir manifestieren immer Dinge, die zu unserem Seinszustand dazu passen. Also, zum Beispiel, wenn du eine spezielle Person manifestieren willst, dann passt diese Person genau zu diesem Seinszustand, den du durch deine Annahmen, Rückschlüsse, Denkmuster und Reaktionen kreierst und manifestierst. Und wenn du das Ganze jetzt rückwärts aufschlüsselst, dann erkennst du anhand von deinen Reaktionen, was gerade so für dich in der Pipeline steht. Weil wenn du deine Realität, deinen Seinszustand nicht veränderst, dann wird sich das immer weiter und weiter und weiter so drehen. Und wenn es hier jetzt darum geht, um Liebe, Aufmerksamkeit, Unterstützung in einer Beziehung zu einer speziellen Person zu manifestieren, dann kannst du anhand deiner Reaktionen erkennen, was du gerade für eine Realität kreierst, wie du diese andere Person siehst und sie zwingst quasi, sich zu zeigen. Wenn du in einer Realität bist, in der du dich nicht gesehen, nicht geliebt, nicht unterstützt fühlst, dann wirst du alles dahingehend interpretieren und auf deine Interpretationen reagieren, so wie du es für wahr hältst. Und das ist so, so wichtig. Deine Reaktionen zeigen dir, was du gerade für wahr hältst. Wenn du also ablehnend reagierst, egal auf was, dann weißt du, dass du gerade für wahr hältst, dass du abgelehnt wirst, dass Ablehnung für dich besteht in der ganzen Welt, in deiner Beziehung zu deiner speziellen Person, in egal welcher Situation. Du merkst es, wenn du ablehnst, dann generierst, manifestierst, kreierst du dir Situationen, in denen du abgelehnt wirst. Und das ist zum Beispiel in meinen Coachings ein ganz wichtiger Teil, wenn der Coachee, die Coachee erkennt, wie sie in Situationen reagiert. Und dieser Weg der Erkenntnis führt eben dazu, dass du dich verändern kannst, indem du deine Reaktionen veränderst. Zum Beispiel, wenn du deinen Seinszustand verändert hast, hat es ganz, ganz schnelle Konsequenzen. Aber oftmals reagieren wir aus dem alten Ich, aus dem alten Zustand, den wir eigentlich nicht mehr wollten. Und machen dann die Arbeit und sind in einem neuen Zustand. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann reagieren wir wieder aus dem alten Zustand heraus. Stell dir vor,
dein SP, deine spezielle Person schickt dir eine liebevolle Nachricht. Und du bist aber noch verletzt oder du bist noch in der Realität, in diesem Denken drin, in dieser Überzeugung, der will nicht eh nicht, Worte sind Schall und Rauch, ich sehe keine Handlungen, so wie der sich vorher verhalten hat, ist es ja jetzt wohl eine Farce, diese Nachricht, das ist doch nur bla bla, das meint er doch überhaupt nicht, da ist doch nichts dahinter. Und ich möchte dich bitten, da mal ganz tief in dich reinzufühlen und zu schauen und zu beobachten, wie oft du das schon gemacht hast. Dass du dir etwas gewünscht hast, Aufmerksamkeit, liebevolle Worte, irgendwas Liebevolles, eine liebevolle Geste, aber du hast es abgelehnt, statt dass du es angenommen hast und gesagt hast, wow, jetzt habe ich meine Realität geschiftet. Jetzt bin ich die Geliebte, jetzt bin ich die Gewollte, jetzt bin ich die ich sein möchte, jetzt bin ich die Traumfrau, jetzt bin ich die Frau, die er will, die sie will, der Mann, der sie will, wie auch immer die Geschlechter verbunden sind. Auf jeden Fall bin ich die Person, die gewollt ist. Aber nein, diesen Rückschluss ziehst du nicht und diese Reaktion hast du nicht, sondern im Gegenteil, jetzt kommt sowas. Ja, und diese ganze andere Ablehnung und diese ganze andere Respektlosigkeit, die vorher stattgefunden hat, freue ich mich jetzt einfach nicht. Warum sollte ich mich auch freuen? Komm doch auch wieder so eine Ablehnung, komm doch auch wieder so eine Scheißerfahrung, komm doch auch wieder so ein blöder Satz. Und jetzt plötzlich zwischen all dem Blöden dann eine Liebeserklärung oder eine Aufmerksamkeit. Nee. Das glaube ich nicht, das nehme ich nicht an. Und so passiert es die ganze Zeit, dass wir durch diese alte, festgefahrenen Ansichten nie richtig rauskommen und wir den Ausweg nicht wählen. Wir sind kurz in einem Seinszustand, da kommt eine liebe Nachricht, da kommt eine Bestätigung, die Tür geht auf. Und wir gehen nicht durch, weil wir noch so in einer alten Geschichte, so in alten Ansichten drin hängen, dass wir uns nicht erlauben, dass jetzt der Switch stattgefunden hat. Wir haben Bedingungen an diesen Switch. Wir glauben, ja, aber wenn es jetzt sich wirklich verändert hat, dann müsste es anders sein. Da kann nicht von jetzt auf nachher einfach nur eine liebe Nachricht kommen oder liebe Worte, die sind einfach nur Schall und Rauch. Ja, hör mal in dich rein, wie oft du das gedacht hast. Und wenn ich dich dann fragen würde, wenn ich dich dann erwischen würde, und das ist das, was ich in meinen Coachings immer tue, ich erwische dich, dann würde ich dich fragen und sagen, ja gut, wenn das jetzt nicht gut genug ist, diese liebe Nachricht oder diese Liebeserklärung, wie müsste es denn aussehen für dich, dass der Mann sich jetzt verändert hat, dass die Frau sich jetzt verändert hat, dass sich deine Beziehung jetzt verändert hat? Wie müsste es denn für dich aussehen? Wenn es nicht reicht, wenn jetzt eine liebe Nachricht da ist, eine Liebeserklärung, wenn das nicht gut genug für dich ist, was wäre denn gut genug für dich? Was bräuchtest du, damit du glauben könntest, dass gestern ein Riesenstreit war und heute die Welt in Ordnung ist, dass er dich gestern verlassen wollte und heute dich heiraten will, würdest du das glauben? Und das sind die großen Probleme bei der Manifestation, dass es so, so möglich ist, diese Veränderungen von einem Tag auf den anderen, von einem Moment auf den anderen, aber du es nicht annehmen kannst, weil dein Verstand dir nicht erlaubt, zu glauben, dass es so schnell gehen kann, weil er 100.000 Geschichten und Erklärungen hat und das alles unwahr ausruft und fake und Worte und Schall und Rauch und er will ja nur was von mir erreichen, das ist doch nicht so gemeint, das ist doch nicht ehrlich. Wenn es ehrlich wäre, dann müsste er das so und so machen. Und der Witz ist, wenn ich dich frage, ja okay, wie müsste er es dann so und so machen? Dann hättest du keine Antwort, weil es keine Antwort gibt, weil wir in einem bedingungslosen Universum leben, wo von Moment zu Moment eine neue Realität
für dich betreten wird, weil es rein und raus flackert wie ein Dia in einem Dia-Projektor. Und je nachdem, was du für ein Dia da reinhängst, ist der Unterschied einfach riesengroß von einem Moment zum anderen, weil du in der Lage warst, wirklich einen Quantensprung zu machen, weil du in der Lage warst, eine alte Realität komplett loszulassen und in eine neue reinzuspringen. Aber genauso gut bist du eben in der Lage, aus dieser neuen Realität wieder in die andere, alte Realität reinzuspringen. Und wenn du da nicht bewusst bist, wenn du diese Mechanismen nicht erkennst, dann kannst du sie nicht lenken. Dann fällst du immer wieder in dieses Alte zurück, in das, was du nicht möchtest, weil du es nicht erlaubst, dass es von einem Moment auf den anderen sein kann. Ja, und Realität kann sich von einem Moment auf den anderen verändern. Nur, wenn du es nicht glaubst, dann wird es für dich in deinem Universum nicht so sein. Und wenn du dir hier bewusst bist und weißt, dass du der Schöpfer bist durch deine Ansicht und dass deine Energie das Einzige ist, was die Realität manifest macht, physikalisch, anfassbar, sehbar mit deinen 5 Sinnen macht, dann kannst du auch glauben, dass ein Mensch sich von einem Moment auf den anderen verändern kann. Aber dann musst du auch in der Veränderung bleiben, dann musst du die Veränderte sein. Und die Veränderte ist nicht beleidigt, die Veränderte ist nicht verletzt, die Veränderte zweifelt nicht, die Veränderte hat keine Bedingung an die Veränderung, sondern sie weiß, sie ist die Veränderung. Und dann, wenn du stabil die Veränderung bist, dann wird sich deine Realität entweder mit deiner speziellen Person oder mit deinem finanziellen Zustand, mit deinem beruflichen Zustand, dann wird es sich von einem Moment auf den anderen verändern. Aber nur, wenn du es zulässt. Du bist das Nadelöhr. Du entscheidest. Du bist der Schöpfer. Und du kannst jeden Moment deine Schöpfung verändern. Aber verändere sie so, dass das rauskommt, was du haben möchtest. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Bewusstseinsarbeit, die du den ganzen Tag tun musst. Und viele Dinge sind dir eben nicht bewusst, viele Reaktionen sind dir nicht bewusst, dass du so reagierst. Und dazu brauchst du jemanden, der dich darauf aufmerksam macht. Dazu brauchst du jemanden, der keine Angst hat, dass du böse wirst. Dazu brauchst du jemanden, den du beauftragst, dass diese Person dir zeigen darf, was in dir läuft und was in dir spielt, weil du den Auftrag und die Erlaubnis gegeben hast. Weil alle Menschen, die ganze Welt da draußen, zeigt dir und spiegelt dir und reflektiert dir, was gerade in dir läuft. Nur willst du es nicht sehen oder kannst es nicht sehen, weil unser Verstand, weil dieses ganze Spiel sowas von heimtückisch und hinterhältig ist, weil es nicht gesehen will, weil es nicht gesehen werden will, weil es nicht ertappt werden will, weil es nicht verändert werden will. Status quo will bestehen. Und aus diesem Grund zögere nicht, wenn es dir ernst ist, dir genau diese Unterstützung, diese Begleitung, dieses Coaching, dieses Mentoring zu holen, dass diese tiefen Annahmen, Reaktionen dir genau aufdröselt und dir zeigt, was in dir wirklich noch läuft, so dass du es verändern kannst. In diesem Sinne, wir sind bald auf 2000 Abonnenten. Weiter liken, weiter kommentieren, weiter teilen, sodass jeder Mensch auf dieser Welt die Möglichkeit hat, in seine bewusste Manifestations- und Schöpferkraft zu treten, nichts mehr in seinem Leben haben möchte, was er nicht will, was nicht seinem Divine Design entspricht. Wir sind hier, um dieses Wissen in die Welt zu bringen, um es selber anzuwenden und uns das schönste Leben, den Himmel auf Erden, zu kreieren. Also, wir sehen uns morgen. Schau dir meine Angebote an auf meiner Website. Hol dir ein Coaching, und wenn es nur ein 1:1 ist für 20 oder 60 Minuten, du wirst sehen, wie erleuchtend nur so ein kleines Gespräch sein kann. Ich wünsche dir
einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen guten Morgen, wann immer auch du dieses Video anschaust.